Jo, Tag, liebe Sportsfreunde, Gök am Start. Ich habe ein Homegym zu Hause. Ihr vielleicht nicht. Was macht ihr jetzt? Scheiße, ne? Keine Kurzhanteln, vielleicht keine Gummibänder. Ich habe euch mal damals, wo ich angefangen habe, im YouTube erzählt, wie ihr das machen könnt. Mit einem Bügelbrett, bla. Guckt, dass es stabil ist. Ja, ich mach's mal vor, dass es stabil ist. Back to the roots. Heute die Top 10 Homegym-Hacks. Was ihr machen könnt, um zu Hause zu trainieren, wenn ihr nichts habt. Und ich würde sagen, wir beginnen auch gleich mit der ersten Sache. Weil, ey, Klimmzüge, ganz ehrlich, Beste, was man machen kann für den Rücken, für die Arme. Jeder hat eine Tür zu Hause. Wenn die einigermaßen stabil ist, lehnt die einfach irgendwo gegen. So, das Problem ist, die wandert ja immer von links nach rechts. Die geht immer auf und zu. Was müsst ihr machen? Guck mal hier. Einfach knallhart Papier drunter schieben. Die Tür fixieren. Oben ein Handtuch rüber, damit es nicht wehtut. So, let's get it on. Glaubt mir, das sind wirklich normale Klimmzüge. Es juckt oben nicht mal an den Handflächen durch das Handtuch und die Tür verrutscht nicht. Ja? Und ihr könnt hier schön hochgleiten. Bam. Klimmzüge für jedermann. Und glaubt mir, wenn die Tür einigermaßen stabil ist, dann ist das sogar stabiler als diese Klimmzugstangen, die ihr euch hier zwischenklemmt, weil da ratzelt ihr definitiv runter. Und das braucht ihr nicht. Wie gesagt, nutzt einfach die Tür. Unten Türstopper ran, sozusagen das Ding fest ist, einfach Papier dazwischen. Oben für die Bequemlichkeit der Hände ein Handtuch rüber. Bam, da kriegt ihr richtig Flügelchen. Ja, Klimmzüge easy peasy, aber wir können natürlich noch was Entspannteres machen. TRX kennt ja jeder, so ein Sling-Trainer. Leute, macht einen Knoten im Bettlaken hier oder so einen Bettbezug. Es muss dünner Stoff sein, ne? Zack, Knoten rein und jetzt nutzt mal die Tür. Ganz einfach, zack, hier rüber. Und jetzt machen wir uns hier quasi zwei Griffe mit dem Bettlaken. Und jetzt können wir hier rudern, wie beim TRX. Oder wir machen Bizeps Curls daraus. Geht natürlich auch. Schaut mal. Geht ihr hier ran und zieht euch hier aus dem Bizeps ein Stück. Ja, sehr geil. Ganz wichtig: dünnes Bettlaken, Knoten rein, über die Türschwelle, rudern Bizeps Curls und dann können wir da schon ordentlich was machen. So. Ein weiteres Problem, was man oft zu Hause hat: man hat zwei Kurzhanteln, aber keine Hantelbank. Ganz wichtig eigentlich, dass man bei bestimmten Übungen auch eine ROM reinkriegt, also dass man wirklich auch schön tief geht. Zum Beispiel beim Butterfly. Können wir zu Hause schlecht machen, weil wir die Hantelbank nicht haben. Jeder hat aber einen Getränkekasten zu Hause. So, schön den Schwipschop-Kasten. Wir nehmen einfach unser Kopfkissen, liebe Sportsfreunde, machen das hier rüber, gönnen uns die beiden Hanteln und zack, schon haben wir unsere Hantelbank, liebe Sportsfreunde. Ja, und jetzt können wir hier richtig geil unten in die Dehnung gehen beim Fly. Oder natürlich auch beim, ne, wenn ihr höhere Gewicht habt, beim Brustdrücken, Kurzhantel drücken. Wir kommen richtig schön runter. Guck mal hier, schön die Dehnung. Puh. 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 Ja, perfekt einfach. Easy gemacht. Einfach ein Getränkekasten, Kissen drauf und schon habt ihr eure Hantelbank. So, wenn wir hier schon beim Getränkekasten sind, bei den PET-Flaschen haben wir oftmals einfach beim Getränkekasten, so einen schönen Griff. Und 12 Flaschen mit Dingen ergeben ungefähr 12 bis 13 Kilo. Das heißt, damit können wir schon ganz gut arbeiten. Schaut mal, liebe Sportsfreunde, wie wäre es zum Beispiel mit dem Rudern? Schön die Dehnung, schön reinziehen, ist schon möglich. Oder 13 Kilo, da kann man auch schon Bizeps-Curl mitmachen. Ja, braucht natürlich den Griff. Genau, ein Kreuzheben machen, da könnte man jetzt noch was drauflegen. Das wäre mir viel zu wenig natürlich, aber es ist vieles möglich. Und ich würde euch empfehlen, gerade die Isolationsübung, ne? Wie gesagt, ein Bizeps Curl, aber auch ein Rudern, kann man mit 13 Kilo schon was machen. Deswegen Getränkekasten kann man immer ganz gut einsetzen zu Hause. Jo, jeder hat natürlich einen Tisch zu Hause. Vorausgesetzt, der ist ein bisschen stabil, kann man damit arbeiten, und zwar richtig geil rudern. Wir gehen einfach hier drunter, ziehen die Beine durch und jetzt können wir perfekt uns hier hochziehen und rudern. Ja, Tisch kann man immer mega geil reinhauen. Man kann natürlich so einen Rucksack aufziehen und ein Zusatzgewicht noch nehmen. Andererseits können wir uns natürlich auch einfach drehen und hier einen Bizeps Curl reinmachen. Bam! Haut auch gut rein. Dementsprechend Tisch einsetzen. Jo, next one. Jeder hat Stühle zu Hause. Wenn die ein bisschen höher sind bei euch, bei mir sind die ein bisschen flacher, perfekt für Dips. Und dann muss man gucken, dass man richtig runterkommt. Zack, ein bisschen nach hinten gehen, vielleicht wieder hoch. Kann man auch ein bisschen sich vorbeugen, um die Brust mit reinzunehmen. Die untere Brust.
Bam. Ansonsten, alternativ, geht auch der hier. Ne? Also ein Trizeps kann man super zu Hause bearbeiten mit zwei Stühlen. Bam. Gucken, dass es stabil bleibt. Zack. Upp. Schön den Trizeps bearbeiten. Ihr braucht einfach nur zwei Stühle. Okay, next one. Zwei kleine Handtücher oder zwei Waschlappen, damit ihr kein Lappen bleibt. Ne? Ganz einfach. Ihr müsst ein bisschen was tun, liebe Sportsfreunde. Ganz einfach Nummer 1. Die schon ein bisschen fortgeschritten. Ne, machen wir erstmal die einfache. Guck mal hier. Machen wir hier auf Knien. Und jetzt gehen wir raus. Zack. Quasi so seitliche Push-Ups. Ja, könnt natürlich auch hier ganz drauf gehen. Zack. Zack. Rüberrutschen. Zack. So, erste Möglichkeit, um geil die Brust zu trainieren. Jetzt gehen wir mal auf Knie, weil das wird ein bisschen mehr heavier. Wir machen einfach Flies. Butterfly zu Hause. Easy peasy. Auch eine Möglichkeit. Oder man kann die Dinger so vielseitig einsetzen. Ja, wir machen es mal jetzt so, dass wir einfach eine geile Bauchübung draus machen. Ja, der Bauch auf Spannung, aber ihr seht auch, das ist auch sowas wie ein Pullover. Also auch der Latt ist schön auf Spannung. Pullover, Latt auf Spannung, Bauchspannung drin, auch gleich mit drin. Boah. Haut gut rein. Oder wir können auch gleich die Beine mitnehmen, liebe Sportsfreunde. Wir machen einfach, zack, Ausfallschritte. Bam, bam, bam. Ihr seht schon, damit ihr kein Lappen bleibt, benutzt ein paar Lappen und improvisiert. Da geht so viel mit, probiert es aus, richtig geil. Ja, jetzt haben wir ja oftmals zu Hause das Problem, dass das Gewicht nicht ausreicht oder das Bodyweight zu leicht ist für den einen oder anderen. Können wir mal schnell lösen. Man kann ja auch Gewichtswesten kaufen. Ist Blödsinn. Jeder hat doch einen Rucksack zu Hause, oder? Und wir hatten ja auch hier gerade noch die Flaschen. Das heißt, wir ballern einfach mal 13 oder 12 Kilo in einen großen Rucksack rein. Rein damit. Braucht ihr am besten einen großen Rucksack. Ihr könnt aber auch Bücher nehmen. Ihr könnt alles Mögliche nehmen. Da ist ja einfach mal ein Beispiel. Machen das Ding jetzt hier zu. Zack, brauchen wir noch nicht mal zumachen, das hält ja. So, um damit, das haben wir einfach mal hier, ja, das sind jetzt 10 Kilo ungefähr auf dem Rücken nochmal zusätzlich. Ihr wisst ja, Klimmzüge zum Beispiel mit Zusatzgewicht kann richtig reinknallen. Bam. Oh, da wird ja schon mal ein ganz anderes Level gleich, Sportsfreunde. Ganz anderes Level, ja. Aber, hey, nehmen wir den dazu. Push-Ups. Ihr könnt übrigens hier perfekt den Kasten auch für enge Push-Ups machen, wie Push-Up-Hilfen, wie ein Griff. Jetzt könnt ihr den Trizeps perfekt mitnehmen und mit dem Zusatzgewicht hinten arbeiten. Guck mal, enge Push-Ups für den Trizeps. Ein Zusatzgewicht auf dem Rücken. Bam! Ihr seht schon, auch hier die Rudermaschine. Ich bin dann die Maschine. Die Rudergeschichte am Tisch. Alles, einfach Zusatzgewicht. Ausfallschritte. Bam. Rucksack voll machen. Let's go. Ey, nächster Tipp, aber nicht weiter sagen. Schnappt euch vor einer Freundin oder vor einer Mutti eine Leggings oder eine Strumpfhose. Muss schön der Stretch drin sein, dieses Elastat, ne? Jetzt knotet ihr das einfach zusammen. Easy peasy. Macht da so einen dicken Knoten hier rein irgendwie. Müsste noch klappen, ja, müsste noch klappen. Lass mal fest, schön. Einen Knoten rein. So. Geht der da durch? Ihr kennt doch alle die schönen Resistance Bänder. Zack, die hat aber nicht jeder zu Hause, die Resistance Bänder. Das heißt, ihr bastelt euch ein Resistance Band zu Hause und wir machen was Schönes für die Beine. Meine Freundin sollte das nicht hören. Zack, so. Crab Walk, liebe Sportsfreunde. Schön Spannung draufbringen, hoffen, dass das Ding nicht reißt. Und von links nach rechts wandern mit der Spannung von der Leggings. Euer Resistance Band Ersatz. Wenn man will, kann man alles zu Hause machen. Oh, ist das eine Spannung. Müsst ihr gucken, aber funktioniert definitiv. Ist ein krasser Widerstand. Haut ordentlich rein. Jo, als letzten Tipp möchte ich euch noch für die Bauchmuskeln mitgeben. Guckt euch das mal an. Ihr habt so eine Couchkante, Bettkante. Bam, bei Sit-Ups ist ja immer ein bisschen das Problem. Ne, ihr kennt ja diesen Fall, dass jemand eure Füße festhält. Könnt aber auch einfach hier machen. Nehmt einfach ein kleines Handtuch, klemmt das zwischen Couchkante und Füße und zack, könnt ihr hier perfekt hochgehen für Sit-Ups. Dann habt ihr wirklich eine geilere Spannung im Bauch, wenn ihr die Kante benutzt. Andersrum können wir auch ein geiles Beinheben machen, auch für den Bauch. Einfach um, ja, mit dieser Kante, mit diesem Festhalten hinten können wir eine viel geilere Bauchspannung reinkriegen. Ne? Hier auch einfach dann so rum,
hier hochgehen, hinten festhalten. Das ist nicht ganz so stabil, ne, weil das so ein Element-Couch ist. Aber in der Regel sollte es bei euch halten. Zack, aber das reicht schon. Das tut das, was es soll. Ja? Liebe Sportfreunde, deswegen, ich hoffe, ich konnte euch einen geilen Tipp geben. Ich denke, man kann mit ein bisschen improvisieren, ein bisschen nachdenken, zu Hause viel, wirklich viel trainieren, auch hart. Und dementsprechend hier meine Top 10 Home Gym Hacks für euch. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilen, kommentieren und mal vielleicht euren Home Gym Hack hier reinschreiben, den ihr am meisten verwendet. Ich bin raus, euer Görki. Ciao.